Was gibt's noch über mich zu sagen? Ich bin dieses Jahr 41 geworden, Leute. Ja. 41, ey. Und ich finde, Frauen über 40, die werden langsam unsichtbar. Frauen über 40 sind wie so ein Türstopper. Ja, du versuchst, die Tür zuzumachen, denkst du so, hä, was ist denn da? Ah, ist eine 40-jährige Frau, huch. Die stehen hinter jeder Klotür, müsst ihr mal gucken, sag mal hallo. Ich finde, das Alter einer Frau kannst du auch bestimmen, je nachdem, wie sie aus dem Wasser kommt. Ja, weil 20-Jährige, die haben immer die Energie, gut auszusehen. Die sind im Wasser noch, machen so Bikini, so alles so zurecht, ne? Und dann kommen die so raus wie so Model. Und ihr so, wow. Und sie so, was ich? Ich mach doch gar nichts. Ich stehe hier nur. Ah, oh, ich bin nass. Ah, oh, ich bin salzig. 40-jährige Frauen, die kommen nicht mehr aus dem Wasser, Alter. Die waren so vorne so müde vom Leben, bis die nächste Welle kommt. Ja, die sind so, ja, jetzt komm endlich, komm. Dann werden die so angeschwemmt wie so ein toter Fisch, Alter, liegen die da. Robben sich so hoch. Immer hängt eine Titte raus. Immer hängt eine Titte raus. Und niemand interessiert. Alle sind so, ja, ist eine 40-jährige Titte, also sorry. Eine 40-jährige Titte ist genauso interessant wie ein Ellenbogen, Leute, oder? Ich gehe noch weiter, eine 40-jährige Titte ist ein Ellenbogen mit einem Pickel, mehr ist es nicht. Ich habe zwei davon. Du kannst als 40-jährige Frau mit loser Titte die Strandpromenade entlang laufen. Mehrere Mal. Du kannst dir ein Eis holen, mit dem Bus nach Hause fahren. Niemand sagt was. Es muss sich erst eine andere 40-jährige Frau dazu erbarmen, die zu sagen, Schwester, die hängt da was raus. Und sie ist so, oh fuck, ey. Und die hängt eine Schamlippe raus übrigens. Ja, ich ziehe jetzt auch immer so hochgeschlossen an, damit mir nichts raushängt, ey. Das ist wirklich wichtig. Ich ziehe mich eh komisch an. Ich meine, guck mal, je älter ich werde, desto jünger ziehe ich mich an. Guck mal den Style hier. Ich habe die Klamotten von Asan ausgeliehen. Gerade. Nicht ganz, erst ein bisschen, aber. Nee, ohne Scheiß, ich ziehe mich immer jünger an, wirklich. Das ist so, in 5 Jahren trage ich ein Lätzchen, ey. Wirklich, und so Schwimmflügel. Es quetschis zum Mittag, so bap, bap, bap. Ich trage immer diese Jeans übrigens, immer. Die heißt Mom Jeans. Die Mädels wissen das, Mom Jeans. Ich weiß nicht, warum die so heißt, weil das Letzte, was Typen wollen, ist dich schwängern, wenn du diese Hose anhast. Das ist eine Salatschleuder als Hose. Ja, wirklich, in der Hose fragt dich keiner, ob du Treuepunkte sammelst. Die gehen davon aus. Sorry, dass ich das sagen muss, ich meine, aber guck mal, ich finde wirklich, dass so eine Hose, in der sich die Pussy in eine Scheide verwandelt, Leute. Oder? Eine richtige Scheidenhose, viel besserer Name dafür. Scheidenhose. Eine Pussy ist wild. Eine Pussy ist frei. Eine Pussy macht wuhu. Eine Scheide macht Auflauf.